Rated K for Kaiser Katana, a Kaiser Katana production. Kacksiegel brauchen wir noch. Hint! 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 Bloß nicht aufmachen. Warte. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist nichts Sinnvolles drin. So, jetzt ist Kombination gefragt. Mal wieder. Bevor wir weitergehen, machen wir die Kombination wieder zurück. Da kommt das hin. Der nächste Bar statt. Ich schwöre, das ist mitunter einer der dümmsten Räume im ganzen Spiel. Weil wir ja keine Zeit für sowas haben, oder? Controller hängen geblieben. Machen wir das auf spezial, professionelle Art. Das ist weg. Jetzt gucken wir uns mal die Situation hier an. Sehen, dass es eine ziemlich scheiß Situation ist. Komm, mach die Kacke an. Ich glaube, so ungefähr war das total. Genau, uns ist jetzt so. Bräuchte zu Bombenpfeile. Etwas ruhig wegen Concentration technisch. Ach, jetzt würde ich aber eine blaue Flasche. Da so, wo das Dings da. Jetzt haben wir's. Oh, herzlichen Glückwunsch, wir haben alle Sieger bekommen. Link freudig. Link! Bom, 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 bom! Jo. Gehen wir da auf den Wecker. Sprechstärke auch Klamottensiegel, Leute. So. Das wäre auch getan, Leute. Damit haben wir alle Siegel gebrochen. Der Teufelsturm ist ungeschützt. Nur wir gehen nicht rein. So, kleiner technischer Schnitt. Da sind wir direkt wieder. Zur Sicherheit gehen wir jetzt hier raus.
Auch wenn Link mit den Stiefeln relativ hübsch aussieht, prävenziere ich doch diese Plastikstiefel, Gummi-Leder-Imitate vom Kuhfell. Bla, weil deshalb. Jetzt gehen wir auf Skulpturenjagd. Uns fehlen immer noch 31. Und außerdem fehlt uns auch noch eine blöde Flasche. Dazu brauchen wir die Pfeile und dann eine leere Flasche. Verpiss dich, Alter. So. Schuss ich halt mal voll machen. Man weiß ja nie, ob man den braucht. Gott, ach Gott. So, jetzt gehen wir erstmal hin und sagen Zockerslaxi, Servus. Da waren wir nämlich als Erwachsener noch nie drin. Bam, 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 bam. Ein paar Rubine holen, weil diese brauchen wir jetzt ganz dringend. Oh, du bist ja ein agiler junger Mann. Und du bist auch ganz ansehnlich. Mutig. Du heißt Katana, nicht wahr? Ja, das ist auch nicht so. Ich kann Gedanken lesen. Wenn ich so gut aussehe wie du, dann könnte ich mein Geld auf andere Weise verdienen. Oha. Der weiß, dass ich Callboy bin. Aber immerhin betreibe ich den einzigen Gespenstermafia. Du bist doch der einzige in Hyrule, der noch... Naja, leben will ich jetzt nicht sagen, aber... Dank Ganondorf, gepriesen sei sein Name. Gehen die Geschäfte zurzeit blendend. Ich kann nur hoffen, dass das auch so bleibt. Die Geister nennt man Irrlichter oder Nachtschwärmer. Sie tragen alle Hass aus der Welt. Und sie hassen alle Welt. Wenn du einen Geist fängst, dann werde ich dich reinspielen, mein Junge. So. Wie ging denn das? Wenn ich den jetzt aufmache vor dem... Oh, du bringst mir etwas. Nun? Erstaunlich. Das ist ja ein Nachtschwärmer. Dafür bekommst du 50 Rubine. Obendrein hast du nun 100 Punkte auf deinem Nachtschwärmer-Konto. Gut. Hast du 1000 Punkte gesammelt, dann wartet eine geniale Belohnung. Stirb einfach mal. Der Dreckspenner schickt uns jetzt so oft durch diese Scheißsteppe, ey. Ich habe ja 3 Flaschen, eine habe ich abgegeben, das heißt, 3-mal muss ich auf Tour. Apropos auf Tour, wo sind? Arschpona! Ja, mach hin. So. Beziehungsweise, das stimmt gar nicht, ich brauch die Dinger ja gar nicht im Menü. Erst später. Oh, guck mal, voll geklitscht, hab immer noch die Flaschen in der Hand, obwohl auf dem C-Menü-Knopf nichts mehr liegt an Flaschen. So, wir haben 25. Gehen wir mal die ersten Nachtschwärmer aus der Toilette klauen hier. Der elendigste Nachtschwärmer ist eh der hier. Scheiße, selbst wenn er jetzt rauskommt, krieg ich ihn nicht. Der auch ehrlich gesagt... Ist er. Penner, Alter. Also kommt ja auch ein Tick früher. Da kannst du noch ins Wasser schießen. Was? Wo ist er hin?
Geht doch. Herab, und zwar ganz, ganz schnell. Oh Gott. Weh, das Ding ist weg. Jawohl, den meines Erachtens schlimmsten Nachtschwärmer haben wir. Der ist nämlich sowas von penetrant nervig, weil er sich immer so spät erst zeigt, kurz vorm Wasser.